Die stärksten Podcast-Folgen bei mir sind die Zitate-Folgen. Und heute gibt es mal eine Zitate-Folge zum Thema Motivation für den YouTube-Kanal. Du wirst ja wahrscheinlich wissen, ich habe Journale und in diese Journale schreibe ich immer Dinge rein, die mir wichtig sind, an die ich mich erinnern will, die ich beachten will. Und hier sind auch ein paar Zitate drin. Ich mache mal eine so eine Doppelseite auf, Doppelseite mit Zitate und wir gehen mal ein paar Sachen rein, die mir persönlich gut gefallen und ich denke, sie werden dir auch gut gefallen. Drei Stück, die ersten drei sind von Pippi Langstrumpf. So, Pippi Langstrumpf, wissen wir beide, ist eine Romanfigur, also in Wirklichkeit sind die Zitate von Astrid Lindgren, die Autorin von Pippi Langstrumpf. Tommy und Annika, du weißt, das sind die beiden spießigen Freunde von Pippi, die sagen, der Sturm wird immer stärker. Und Pippi Langstrumpf sagt, das macht nichts, ich auch. Sehr geiles Zitat. Der Sturm wird immer stärker, das macht nichts, ich auch. Wenn du Probleme im Alltag hast, du wächst an den Problemen. Die Probleme werden immer größer, ja, und ich werde immer stärker. Das Zweite, das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich mir völlig sicher, dass ich es schaffen werde. Auch geil, geiles Mindset. Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich mir völlig sicher, dass ich es schaffen werde. So ein Selbstbewusstsein brauchst du, wenn du erfolgreich sein willst. Und das Dritte, Freiheit bedeutet, dass man nicht unbedingt alles machen muss wie andere Menschen. Freiheit bedeutet, dass man nicht unbedingt alles machen muss wie andere Menschen. Sehr schön. Astrid Lindgren, Pippi Langstrumpf. Ich habe ein paar englische Zitate, die lasse ich auch auf Englisch und ich finde, da passen sie dann am besten. Be willing to walk alone. Many who started with you won't finish with you. Sei bereit, alleine zu gehen. Weil die meisten, die mit dir starten, werden nicht mit dir zusammen ankommen. Ganz sicher. Auf deinem Weg wirst du so viele Menschen verlieren. Ist so. Nicht jeder ist bereit, den Weg mit dir zu gehen. Eins, was noch dazu passt. Being alone is a power very few can handle. Alleine zu sein ist eine Energie, ist eine Kraft, mit der nur ganz wenige umgehen können. Ich habe dazu eine Podcast-Folge gemacht. Wir werden die unten verlinken. Ein Podcast, in dem es nur um das Thema Alleinsein und Einsamkeit geht. Wenn das für dich ein Thema ist, hör diese Folge, habe ich mir extrem viel Mühe gegeben, sehr geiles Feedback bekommen. Wir werden es verlinken. Alleine zu gehen, alleine zu sein, ohne sich einsam zu fühlen, schaffen nur die wenigsten. Dazu gehört eine Menge Kraft. Einer meiner Lieblingssprüche. You are your only limit. Du bist dein einziges Limit, du selber. Das, was du dir selber hier oben erzählst, das sind deine limitierenden Glaubenssätze. Du bist das Limit, niemand anders. Nicht der Markt, nicht der Chef, nicht die Kunden, nicht die Produkte, die Preise, die Wettbewerber. Du bist dein einziges Limit. Ich habe den Spruch als WhatsApp-Bild gehabt, viele Monate, damit ich mich jeden Tag daran erinnere, du bist dein einziges Limit. Der nächste, wie viel Energie wir verschwenden, es Menschen recht machen zu wollen, deren Problem nicht wir, sondern sie selbst sind. Wie viel Energie wir verschwenden, es Menschen recht machen zu wollen, deren Problem nicht wir, sondern sie selbst sind.
It's okay to be different. If you do what others do, you will get what others get. Es ist in Ordnung, anders zu sein. Denn wenn du das tust, was alle tun, bekommst du das Ergebnis, was alle bekommen. Übrigens, du kannst den Spruch herumdrehen. Wenn du erfolgreicher sein willst als der Durchschnitt, darfst du nicht das tun, was der Durchschnitt macht. Ich habe ja noch ein Zitat zum Thema Bücher. If you only read books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking. Wenn du all diese Mainstream-Bücher liest, die alle anderen auch lesen, dann kannst du auch nur die gleichen Gedanken haben wie alle anderen. Und deswegen lies andere Bücher. Der ist auch geil. Glück lässt sich nicht erzwingen, aber es mag hartnäckige Menschen. Glück lässt sich nicht erzwingen, aber es mag hartnäckige Menschen. Das ist mit Erfolg das Gleiche. Erfolg lässt sich nicht erzwingen, aber Erfolg mag hartnäckige Menschen. Wie hartnäckig bist du? Und wenn du Verkäufer bist, wie hartnäckig bist du beim Nachfassen? Wie hartnäckig bist du in der Akquise? Anyone can do my job, but no one can be me. Es gibt viele, die auch als Verkaufstrainer arbeiten können. Und die können die gleichen Inhalte auch nehmen. Sie können einfach meine Inhalte kopieren. Jeder kann meinen Job machen. Nein, kann nicht jeder, aber viele. Aber niemand kann so sein wie ich. Und das ist nochmal wichtig. Wenn du das Gefühl hast, dass andere von dir etwas kopieren. Ja, sie können dich kopieren, aber sie werden dich niemals überholen können, weil sie laufen in der Kopie. Sit with winners. The conversation is different. Verbring Zeit mit Gewinnern. Die Unterhaltungen sind anders. Definitiv. Ich weiß, wovon ich spreche. We don't see things as they are. We see them as we are. Wir sehen die Sachen nicht, wie sie sind. Wir sehen sie, wie wir sind. Du betrachtest nicht den einen Gegenstand, sondern du interpretierst den Gegenstand. Ob du ihn gut findest oder nicht gut findest, du interpretierst den Gegenstand. Du interpretierst einen Menschen, eine Situation, aufgrund deiner Erfahrungen und Glaubenssätze. Du siehst es nicht, wie es ist, sondern es ist deine Interpretation. Du willst dein Leben ändern? Dann ändere die Art, wie du denkst. Konfuzius hat gesagt, achte auf deine Gedanken, sie werden zu Worten. Die Worte zu Handlungen, die Handlungen zu Gewohnheiten, die Gewohnheiten zu Charaktereigenschaften. Und der Charakter bestimmt dein Schicksal. Und deswegen, du willst dein Leben ändern? Dann ändere die Art, wie du denkst. Denn achte auf deine Gedanken, sie werden zu. Wenn deine Ziele wichtiger sind als eine Party, dann willkommen im 1% Club. Es ist sehr spannend. Wenn deine Ziele dir wichtiger sind als die Party, dann bist du im 1% Club. So, was meine ich auch damit? Wie oft passiert das, dass Freunde anrufen und sagen, hey, wir wollen heute Abend weggehen, willst du mit? Aber du arbeitest gerade an deinen Zielen. Sagst du dann ganz schnell, okay, komm, morgen ist auch noch ein Tag. Dann erreiche ich mein Ziel halt einen Tag später. Aber heute Abend gehe ich mit den Jungs raus. Wenn deine Ziele dir wichtiger sind als deine Party, willkommen im 1% Club. Ein Beispiel dafür,
Dr. Stefan Friedrich, der, ich sag mal, der Vater von Gedankentanken. Alexander ist auch ein Vater von Gedankentanken. Also sind zwei Väter bei diesem Kind. Er war mal mit bei einer Konferenz. Die Konferenz ging 5 Tage. Und wir haben nachmittags, respektive abends, immer Ausflüge gemacht. Oder wir haben zusammen Sport gemacht oder sonst was. Stefan nicht. Stefan ist nach den einzelnen Vorträgen immer sofort aufs Zimmer gegangen, Hotelzimmer gegangen und hat an seinem Buch geschrieben. Er hat gesagt, nein, ich muss mein Buch jetzt fertig bekommen. Nein, ich gehe nicht mit. Ihm war das wichtiger, dass sein Buch fertig wird, als mit uns Sport zu machen oder irgendwelche Ausflüge zu machen. Willkommen im 1% Club. So, Zitate. Was hältst du davon? Es gibt schon, glaube ich, 2 oder 3 Zitate-Folgen, auch hier bei YouTube. Wir werden die es schon gibt, verlinken. Es gibt ein cooles Video zum Thema Hater, Umgang mit Hatern, werden wir verlinken. Und es gibt die Podcast-Folge zum Thema Alleinsein, werden wir verlinken. Und jetzt freue ich mich auf dein Lieblingszitat. Was gibt es für ein motivierendes Lieblingszitat, was du dir durchliest, was du dir vorsprichst, wenn es mal nicht so gut läuft? Was schreibst du dir in dein Journal rein an Zitaten? Also ich freue mich, wenn du eins mit mir teilst, mit uns teilst, mit der Community teilst und es unten drunter reinschreibst. So, vielen Dank, liebe Grüße, fette Beute. Du wirst im Leben nicht erfolgreich, indem du Zitate-Folgen bei YouTube guckst oder Zitate-Posts bei Instagram. Du wirst nur erfolgreich, wenn du ins Handeln kommst und wenn du umsetzt. In dem Sinne, jetzt umsetzen. Hey, und wenn dir das jetzt gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben da, gerne unten einen Kommentar, dass wir ein bisschen interagieren können und aktivier die Glocke. Hier unten gibt es die Glocke und du erfährst immer dann, wenn es ein neues Video gibt, automatisch von den News. Also, lass uns interagieren. Liebe Grüße, fette Beute.